endlich mal wieder zu einem Vlog. Ich weiß, es sind jetzt einige Tage kein Vlog online gekommen. Als erstes möchte ich mich aber bei euch bedanken für so, so viele Nachrichten unter meinem letzten Video von der Geschlechtsankündigung unseres Babyboys. Und vielen Dank für so viele liebe Kommentare und so viele Anteilnahme. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Ja? Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt, es ist jetzt schon Mittag. Ich habe jetzt, also kurze Vorgeschichte, ich habe gestern schon gevloggt. Und das war wirklich ein wunderschöner Vlog, weil wir haben nämlich eine kleine Babyschwalbe bei uns zu Hause gehabt, die Tage. Die haben wir nämlich gerettet von der Straße, dann haben wir sie gestern zur Wildvogelhilfe gebracht und so. Und ich habe das Ganze mitgevloggt und gestern am Abend habe ich versehentlich die SD-Karte gelöscht. Und ich habe bis jetzt versucht, alles nochmal herzustellen, aber alles vergebens. Der gesamte Vlog ist weg, ich hätte wirklich heulen können. Ja. Es ist so ärgerlich, es ist so, weiß nicht, das, stellt euch vor, ihr arbeitet an etwas und dann löscht ihr das und es ist einfach weg. Das ist einfach so ärgerlich, auf jeden Fall. Ja, falls ihr euch wundert, warum es noch mal mehr länger gedauert hat, warum kein Vlog online gekommen ist. Abgesehen davon ging es mir auch die Tage davor wirklich überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so Schübe, wo es mir dann wirklich so schlecht geht, wo ich dann auch nichts machen kann. Mir geht es dann einfach nicht so gut und ich bin zu fast nichts fähig. Ich esse dann immer ein bisschen was am Vormittag, dann muss ich mich wieder ausruhen, dann muss ich wieder was Kleines essen und dann am Nachmittag bis zum Abend bin ich einfach kaputt. Ich weiß nicht, das ist so eine Übelkeit, die mich dann so übermannt und die schwächt mich auch. Also es ist nicht nur eine Übelkeit, die quasi so präsent ist, mit mir ist dann nicht nur schlecht, sondern, ja, keine Ahnung, ich habe dann auch überhaupt keine Kraft, irgendwas zu machen. Habe auch das Gefühl, dass mein Bauch so spannt und dann muss ich einfach nur die ganze Zeit liegen. Mein Kreislauf habe ich, ich weiß nicht, hab ich das euch gesagt? Ich glaube schon, der Frauenarzt hat auf jeden Fall beim letzten Termin gesagt, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe. Ich soll es jetzt immer so beobachten. Aber ich habe seitdem keinen hohen Blutdruck mehr gehabt. Ich habe immer nur extrem hohen Puls und meistens eher so niedrigen Blutdruck. Und das ist immer, da fühlt man sich immer so ein bisschen dreckig und so schlecht. Deswegen, ja, das, keine Ahnung, das, niedriger Blutdruck ist nicht gefährlich, aber man fühlt sich einfach so elendsdreckig. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Vielleicht hattet ihr das schon mal. Man hat dann einfach überhaupt irgendwie keine Kraft, irgendwas zu machen. Aber immerhin besser als hohen Blutdruck und ja. Und heute ist, was ist heute für ein Tag? Heute ist Donnerstag und ich habe mir gedacht, oh Gott, bitte, ich vlogge heute nochmal. Und ich hoffe, ich lösche ihn nicht nochmal versehentlich. Ich sag's, ich kenne mir sowas von ein, ich habe es versucht mit drei verschiedenen Software, habe ich es probiert, die Daten wieder herzustellen, weil alle schwören ja immer darauf, ja, gelöschte Dateien oder sogar formatierte Dateien. Aber diese SD-Karte, die hat sich so perfekt formatiert, da war irgendwelche anderen Dateien drauf, die keine Videos waren. Ja, gehört dazu. Na gut, wir sind jetzt eigentlich auch schon am Sprung. Also wir haben jetzt alle schon gefrühstückt. Ich habe noch ein bisschen hier versucht, meine Daten zu retten. Und jetzt fahren wir dann los. Der Patrick hat heute wieder Fahrstunde. Ich glaube, das ist die vorvorletzte, bevor er dann mit uns fahren darf. Weil er macht ja den L17. Das heißt, er muss einmal 12 Stunden mit der Fahrschule fahren und erst danach darf er mit uns fahren. Oh, Moment, kurz. Hallo, passt. Baba. Du telefonierst? Ja, ich habe jetzt einen Termin für Wimpern ausgemacht. Okay. Wo sind die Karten? Diese Gutscheinkarten? Die sind in meiner Tasche. Hast du jetzt die Gutscheinkarten genommen? Keine Ahnung. Sorry. Auf jeden Fall fahren wir alle, weil wir noch ein bisschen was einkaufen müssen in der City. Und deswegen fahren wir alle. So, also bis später. So, meine Lieben, wir sind mittlerweile schon in Wien. Den Patrick haben wir abgeliefert. Wir warten jetzt noch, dass er hier mit einem Fahrschulauto wegfährt. Siehst du schon irgendwo? Ja. Fahrlehrer kommen nie, gell? Nee, aber jetzt bald. Währenddessen. Schau mal, ich habe genauso viele Haare wie Papa als ich. Ist das ein Affe? Doch, schon. Währenddessen ärgern die Mädels den Papa. Sie zwicken ihn und der Papa rächt sich dann.
Ja. Soll Papa wieder sitzen? Ja. Aber wieso macht sie so seit der Anwendung was? Wieso kennst du das? Die Brennnessel meinst du? Das kenne ich. Du musst das weiter oben machen, der Papa. Wenn ich dir Brennnessel mache. Ja, genau. Da musst du es weiter vorne machen. Da musst du zum Arzt gehen. Ja. Schau mir, das ist angenehm. Bei den anderen hat es immer geklappt. Was? Der Papa hat zu viel Haare. Du musst kräftiger. Richtig angenehm. Was hast du denn hier für eine Narbe, Papa? Papa hatte Hunger. Papa. Was? Was hast du hier für eine Narbe? Wenn ihr die ganze Zeit mit Zwicksen, wie soll das aussehen, nein, bitte? Das ist eine Aua. Komm mal, dreh dir die Kamera um. Komm schon. Patrick, komm mal, Kino. Patrick, Lara, dreh dich um auf die andere Seite. Papa! Wo ist die Kamera? Patrick! So, meine Lieben, der Patrick ist jetzt mit dem Fahrrad losgefahren und wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Oder? Also, das kannst du nicht reden, bist du? Ich bin müde. Sprachgestört. Also. Ich bin müde. So, meine Lieben. Da machen wir denn hier stehen. Halt dein blödes Maul, das ist dein Vlog. Hier dein Vlog. Du. Du. Hey, ich. So, meine Lieben, der Patrick ist jetzt mit der Fahrlehrer jetzt losgefahren und die Mama macht sie zum Affen hier. Und wir werden jetzt kurz zum Spielplatz. Das ist mega nett, wie gesagt. Sind deine schwangere Frauen so? Ja, aber ich sag das. So, wir gehen jetzt zum Spielplatz, vielleicht auch ein Eis essen. Die Mama kriegt nichts, weil sie nicht brav war. Ich krieg sogar 2 Eis. Piu, piu. Der Papa labert schon viel Müll. Tschüss. Hey! Spielplatz, wir sind schon da. Die Michelle geht mit den Kleinen. Schauen wir mal, oh, wie die Lisa läuft. Was hat den Schachel auf? Und wir sitzen hier auf der Bank. Ich habe was in den Augen. Ein Elefant oder irgendwas. Was soll's eigentlich? Wo ist nichts? Mein Auge, wie ist es nichts? So, meine Lieben, wir haben den Patrick geholt und sind jetzt ins Donauzentrum gefahren. Steigen wir hier aus? Ja. Wir müssen aufs Klo. Wir müssen nämlich noch was einkaufen. Geh mal ran ins Sushi. Wir hätten eins weiter oben fahren müssen, ja? Ja, okay, dann fahrt ihr runter. Geh mal Running Sushi, wer will Running Sushi? Ich. Okay. Wie wollte ich nur dich provozieren? Papa, kannst du es mal aufsetzen? Nein. Bitte. Bitte, Michel, stellst du es dem Papa auf? Was? Bitte lass mich, ich will nicht lassen. Ich bin ein Jüde jetzt, oder was? Ja, stimmt. Die haben immer so. Ah, stimmt, das sind so kurz und dann diese... Oh, du bist eine schöne Meerjungfrau. Ich habe auch eine Unterhose. Ja, stimmt. Luisa, schau, Luisa hat schon was gefunden. Was hat Luisa gefunden? Ich habe nichts gefunden. Ach so. Ich habe Peppa Wutz Unterhosen, gibt's auch. Eigentlich wollte ich mir auch Kappe holen, Baba. Gehen wir zu Frauenkappen? So habe ich das im Kopf. Weil du hübsch bist. Einkauf ist fertig, Pappe habe ich mir geholt, für die Kinder auch. Und jetzt sind wir beim Vapiano und essen mal was. Unser Essen ist gerade gekommen. Das geht aber viel schneller jetzt, gell? Ja. Dass du nicht mehr dort anstehst. Zeig euch. Nein, dein Essen ist hier. Nein, da, du musst hier essen bei uns, ja? Die Kinder haben Kinderspaß da. Ja. Jetzt ist auch nicht mehr das mit dem Kasten beim Ausgang. Also, ja, ist ja besser mit diesen. Nein, es ist noch heiß, gell? Dein schaut auch lecker aus. Und dein schaut auch. Und bei dir? Schmeckt's gut? Mein Gericht hat sich ein bisschen verändert. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Lisa, gib das was. Soll die Mama helfen? Ja! Na, hier nicht, sonst fliegt's runter. Schau. Die Luisa, aber sie schmeckt's nicht. Da, Lara. Ich gebe mir dann den leeren Glas. Soll die Mama dir helfen, Luisa? So, ich wollte das sagen. Der Patrick ist jetzt Gassi gegangen und die Lara und die Luisa wollten unbedingt mitgehen. Hallo! Tschüss! Wir sind jetzt gerade eben nach Hause gekommen. Der Papa macht ein bisschen das Auto sauber, weil wenn wir euch nicht, ich zeige euch mal, wie es bei uns ausschaut. Sollen wir zeigen, wie die wahre Realität in einem Auto mit Kindern ausschaut? Schaut euch mal den Boden an. Nur Spielsachen und irgendwelche
Sachen von Reste von Essen. Aber Buntstifte, Wachskreidestifte, Pommes, Keksereste. Eine Leiche. Eine Leiche auch. Was ist das? Lecker, schmecker. Also schaut's mal, ich zeig euch mal das. Also das ist eine Seite von der Lara, die schaut eigentlich schon ein bisschen aufgeräumt aus. Und die andere Seite, und da seht's, wir haben so viele Spielsachen im Auto. Und ja, aber Hand aufs Herz, bei wem schaut's noch so aus? Ich glaube, das bei vielen Leuten so ausschaut, aber die Kinder haben es. Ich habe kein anderes Auto gesehen von den anderen. Dann müssen die Fotos zeigen. Ich gehe ein bisschen rauf, ich lege mich ein bisschen hin. Ich bin so vom ganzen Herumspazieren ein bisschen müde. Und mein Bauch tut ein bisschen weh. Der Papa streckt mir den Po entgegen. Papa? Ja, Mama. Hey, der Beef isst Gras. Beef. Soll ich dir den Staubsauger runterbringen? Ja, ich brauche den Staubsauger. So, meine Lieben, ich berichte jetzt aus unserer Müllkiste. Die Mama ist jetzt ins Haus reingegangen. Die Michelle ist im Haus. Der Patrick mit der Lara und der Luisa sind mit die zwei Hunde Gasse gegangen. Und ich bin jetzt im Auto. Ich versuche jetzt mal das Auto mehr oder weniger sauber zu bekommen, weil morgen machen wir einen Ausflug. Das ist ein Platz von einer schwangeren Frau. Mhm. Das ist mein Platz natürlich, aber ja, halb so wild. Da in der Mitte ist eine Katastrophe. Überall ein bisschen was. Also ich würde mal sagen, ich lege gleich los, weil sonst wird es dunkel und ich sehe es nichts mehr. So, meine Lieben, ich bin seit ein paar guten Stunden mit dem Autoputzen beschäftigt. Ich bin erst nach, wie spät haben wir denn jetzt? Jetzt ist 21 Uhr. Naja, ich habe circa 2 Stunden für die für Kofferraum und für den Platz, da wo die Mädels sitzen. Und jetzt bin ich da bei mir vorne. Bei mir ist halt nicht so dreckig, es wird wahrscheinlich eher schneller gehen. Aber lange wird nicht mehr hell und deswegen muss ich jetzt angassen. Und vielleicht schaffe ich noch in der Waschstraße mit dem Auto zu fahren und auch von außen einmal reinigen. Aber schauen wir mal. Ich bin fertig mit Autoputzen. Ich habe doch geschafft, heute Abend noch das Auto zu waschen. Ich bin nicht in der Waschstraße gefahren, weil da ist ein bisschen teurer und ich weiß nicht, wie sauber das Auto wird. Deswegen fahre ich immer zu solche Waschsalon, Waschstraße. Und ja, also jetzt fahre ich nach Hause. Ich gebe mal die Kamera vielleicht an die Mama oder schauen wir mal, wie die Mama jetzt aktuell sich fühlt,
Weil bevor ich gegangen bin, habe ich mit Mama kurz geredet und sie sagte, dass es ihr nicht gut geht und sie lag noch im Bett. Und schauen wir mal, wenn wir jetzt nach Hause kommen, wie es ihr geht. Vielleicht vlogt sie dann weiter oder mache ich dann weiter mit der Kamera. Ich bin schon zu Hause angekommen, die Mama schläft schon. Und dann mache ich mit der Kamera weiter. Eigentlich nicht mehr viel, weil ich möchte mich auch jetzt vom Vlog verabschieden. Denn ich bin jetzt mega geschwitzt von lauter Putzen. Und deswegen sage ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.